Steffentewitsch Boss hatte vor Tod noch einige Pläne. Steffentewitsch Boss, römisches Kreuz, 40, hatte noch so viel vor. Der beliebte DJ-Entertainer und Moderator hatte sich vergangenen Dienstag das Leben genommen. Das bestätigte seine Frau Alison, 34, kurz danach in der Öffentlichkeit. Das Ableben des US-Amerikaners löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Anteilnahme aus. Jetzt verrät ein Insider, dass Steffen berufliche Pläne für das kommende Jahr geschmiedet haben soll. Eine Quelle behauptet nun gegenüber People, zu wissen, dass der 40-Jährige und seine Gattin mehrere Shows, Markendeals und Projekte in der Vorproduktion für das kommende Jahr geplant hätten. Steffen war so aufgeregt über all die Projekte, fügte der Insider hinzu. Seine große Liebe Alison hatte nach dem Tod ihres Mannes verraten, er war das Rückgrat unserer Familie. Der beste Ehemann und Vater und eine Inspiration für seine Fans. Die Familie des Verstorbenen wolle sein Vermächtnis täglich ehren. Steffen, wir lieben dich, wir vermissen dich und ich werde immer den letzten Tanz für dich aufheben, versprach die 34-Jährige ihm.